Wie kann ich auf bestehende Fragensammlungen auf meinem Letto-System zugreifen? Wie kann ich mich von Vorbereitungen anderer Kollegen inspirieren lassen? Wie kann ich noch mehr über die Stärke und Funktionalität von Letto lernen? Nützen Sie dazu den Exchange-Server von Letto. Mit dem Exchange-Server von Letto haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dass Lehrer und Lehrerinnen unterschiedlicher Bildungsinstitutionen zusammenarbeiten. Lehrerinnen, die der Meinung sind, ihre Fragen sollen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, können diese Fragen auf dem Exchange-Server hochladen. Alle anderen Lehrerinnen und Lehrer des Landes können jetzt auch auf diese Fragen zugreifen, diese vom Exchange-Server exportieren und auf ihrer lokalen Letto-Instanz importieren. Ich befinde mich hier auf meiner lokalen Letto-Instanz, der Instanz der HTL St. Pölten. Ich möchte hier in diesem Bereich LASCH Deutsch eine weitere Fragensammlung importieren. Ich wechsle dazu auf exchange-letto.at, habe die Möglichkeit, mich hier einzuloggen. Sollten Ihre Zugangsdaten oder die Zugangsdaten nicht bekannt sein, wenden Sie sich bitte per E-Mail an office@letto.at. Grundsätzlich hat jeder Lehrer ein Leserecht. Bestimmte Lehrer bekommen nach Rücksprache mit der Letto-Truppe auch ein Schreibrecht. Ich wechsle jetzt in die Beispielsammlung, nütze die Möglichkeit, nach einer bestimmten Fragenart zu suchen. Zum Beispiel suche ich den Satz von Pythagoras und werde bereits fündig. Möchte ich aber an dieser Stelle jetzt zum Beispiel aus dem Bereich Deutsch von meinen bereits angelegten Fragen, Orthographie, diesen Fragenpool bestehend aus drei Fragen exportieren, wähle ich rechte Maustaste, Fragenkategorie exportieren. Diese werden dann in dem Download-Ordner des Browsers gespeichert. Wechsle jetzt auf meine Instanz, die lokal der HTL St. Pölten, in der HTL St. Pölten implementiert ist. Rechte Maustaste, Daten importieren. Wähle die entsprechende LTO-Datei, die in meinem Download-Ordner jetzt zu finden ist. Habe die Möglichkeit, hier den ersten obersten Ordner wegzuschneiden. Das möchte ich in diesem Fall jetzt nicht machen. Kategorie in Datenbank einfügen und die Kategorie ist ein zweites Mal hier mit Orthographie unterstrich eingefügt. Jetzt habe ich an dieser Stelle Lese- und auch Schreibrechte. Ich selbst bin aber jetzt nach dem Importieren für die Richtigkeit der Frage verantwortlich. Nützen Sie die Möglichkeit des Exchange-Servers, um mehr über Letto zu lernen, sich von didaktisch-pädagogischen Konzepten Ihrer Kolleginnen und Kollegen zu inspirieren oder aber einfach nur, um neue Zugänge in Erfahrung zu bringen.